Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Huch Brief Edge und ich muss ein wenig nochmal in die Einstellung gehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich grüße euch. Ich muss die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen für die Leute, die nicht den Stream gucken. Ich habe eine neue Maus und ja, deswegen muss ich die so ein bisschen justieren und einstellen. Da, oder warte mal, geht's vielleicht so? Ja, so ist schön. So, wir haben am letzten Mal die Base gebaut, deswegen ist es hier so ruhig. Können wir ein Radio bauen? Wir sollten mal was essen. Ich sehe gerade, was essen, trinken wäre, glaube ich, jetzt erstmal wichtig, bevor wir jetzt hier weitermachen. Benutzen. So. Was wollte ich gesagt haben? Wir werden auf jeden Fall die Base weiter ausbauen. In der jetzigen Folge heute. Musik? Keine Musik? Wir gehen mal in die Notunterkunft. Ah, Musik. So, da ist was zu essen. Ich sehe es, aber ich kann es nicht greifen. Übrigens, mit dem Fleisch wollte ich auch was gemacht haben, fällt mir gerade ein. Denn wir können... Ich kann mich noch dran entsinnen. Es ist nämlich, wie gesagt, eine neue Aufnahmesession. Aber ich kann mich dran entsinnen, dass wir mit dem Fleisch doch was machen können. Erstmal essen. So, jetzt trinken. Wir brauchen unbedingt diesen Automaten, ne? Fällt mir gerade ein. So, lass mal nochmal eben Wasser machen. Eine Wasserflasche, dass wir wenigstens getrunken haben. So. Benutzen. Was wollten wir denn gemacht haben? Genau, ich weiß, dass wir mit den Steaks auf jeden Fall die Pellets machen können, die wir brauchen für eine Aufgabe. Wo war das gewesen? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Da. Oder? Genau, die Rindfleischpellets. Da brauchen wir aber synthetischen Dünger für. Den haben wir sogar. Ich weiß noch nicht, wo wir den hingeschmissen haben. Irgendwo hatten wir synthetischen Dünger schon gefunden. Da ist schon mal synthetischer Dünger. Ich weiß noch nicht, wie viele Pellets wir brauchen insgesamt, also im Prinzip jetzt. Müssen wir mal gucken, hatten wir... Weil ich weiß, dass ich synthetischen Dünger gesammelt habe. Ich habe sogar einmal Rindfleischpellets schon. Da! Ich weiß noch nicht, wie gesagt, genau wie viel wir davon brauchen. Und... So langsam gehe ich so ein bisschen unter. Wir müssen uns auch ein Lager bauen. Würde ich mal machen. Aber erstmal, bevor wir jetzt mit der Base weiterbauen. Ich baue jetzt mal so 4 Stück. Weiß nicht, ob es zu viel ist oder so. Einfach so mal. So, dann haben wir 4 Stück in der Tasche. Die brauchen wir ja für die eine Mission. Ich würde mal einmal spontan ins Buch gucken, was uns... Nee, warte mal, war das? Hier war das, ne? Oder? War das hier? Nee. Wo waren das mit den Base? Ah, Module. Blöcke. Fenster. Stromgenerator hatten wir... Boah, Alter, warte mal. Kann ich mal so mal raus. Ich muss mal jetzt... Lass mich mal hier in Ruhe gucken, Alter. Die Musik. So, hier. Blöcke. Dekoration. Dekoration. Boden. Fernseher. Hier, Wassermaschine. 3-mal Metall und 1-mal Elektronik. Eine Maschine zur Herstellung und zum Verkauf von Kohle soll... Oh, das wäre ja mega. Einen unendlichen Vorrat an Wasser. Die Frage ist natürlich, ob wir gut gebaut haben oder nicht. Ich würde das mal in Angriff nehmen. 3-mal Metall und 1-mal Elektronik. Zu essen haben wir noch nichts gefunden, ne? Irgendwie zum Essen, so. Und wir brauchen noch ein Lager. Da müssen wir mal gucken gleich. Aber erstmal würde ich die Wassermaschine bauen. Also mit 3-mal Metall und 1-mal Elektronik. Haben wir Elektronik noch irgendwo rumfliegen? Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen... Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen als erstes erstmal so ein Lager. Komm. Habe ich das irgendwo? Stationen? Module? Korridor, Rohr, kleines Wohnmodul, Ausstellungsstand, Sprechanlage, ganz toll, Sauerstoff, Forschungstisch haben wir gebaut, aber so Lager, Boden, Decke, Stationsbildschirm, sonstiges, Turmlampe, schön, ja, das war's dann auch, oder?
Wir haben kein Lager. Wieso haben wir kein Lager? Es wäre ein Traum, wenn wir ein Lager hätten. Ah, Mist, wir können nichts lagern. Wenn du toten Freunde auf die Station schleppst, machst du sie nicht nur warm und gemütlich, sondern willst auch den Volk mit dir teilen. Staubige leere Regale sowie ein Haufen von Dingen, die du gefunden hast, werden miteinander beeindrucken. Ah, Mädchen, das ist aber nur ein Ausstellungsstand, das ist kein Lager. Mist, wo kriegen wir denn ein Lager her? Das wäre viel, viel interessanter, mal zu wissen, wo man ein Lager herbekommt. Dann lass uns doch erstmal gucken, dass wir vielleicht... Wo war das? War das hier? Sonstiges? Ne, Dekoration, Boden, genau. Also Elektronik, dreimal Metall. 1, 2, 3 und Elektronik. Jetzt die Frage, habe ich noch irgendwo Elektronik rum? Sonst hätte ich das jetzt alles vernünftig gelagert. Aber aktuell... Naja. Wir haben keine Elektronik mehr. Wir müssen Elektronik abarbeiten. Wir haben noch ein bisschen Platz. Pass auf. Wir haben noch den Treibstoff. Den würde ich einmal tanken. Hier eintanken. Treibstoff. Ja, füllen. So, und wieder 82. Reicht. Elektronik, ne? Ich tanke mal eben Sauerstoff einmal schnell auf. Warte. Und dann gehen wir raus. Und probieren das mal mit dem Rindfleisch. Und gleichzeitig versuchen wir mal irgendwo Elektronik aufzutreiben. Ich glaube, da drin war noch irgendwo Elektronik. Müssen wir gleich mal gucken. Unsere Base wird dann hier auf jeden Fall noch ausgebaut. Das wird noch lustig. Da freue ich mich schon drauf. Und hier war das, glaube ich, mit den Fleischpellets. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie viele das waren. Dann können wir die Strahlung da auch schon mal ein bisschen senken wieder. Und dann würde ich doch gerne einmal so einen Wasserkanister. Dann haben wir wenigstens auf jeden Fall einen unendlichen Vorrat an Getränken. Also hoffe ich mal. Da stand jetzt nichts, aber ich denke mal, dass es das ist. Weil dann brauchen wir uns eigentlich wegen Getränke dann keinen Kopf mehr machen. Oh. Wie eine Zurnase. Naja. So, dann lass mal gucken. Wie viel wir da brauchten. Wie viel brauchten wir denn hier? 10 Stück. Okay, 4 haben wir drin. Okay. Also noch 6. Oh. Dann düse ich mal eben schnell. Also, 6 Stück brauchen wir noch. Dann können wir das nämlich auch abschließen. Gott sei Dank. Brrr, ist das kalt hier. Einfach nur gerade ausfliegen, dann passt das schon. Sehr schön. So. Ich trinke nochmal heimlich was. Ja, ihr habt noch vor der Aufnahme was gegessen. So. Okay, Elektronikteile. Werden wir da unten nochmal nachforschen, da wo wir auch die Sauerstofftanks haben. Da haben wir ja noch nicht richtig nachgeforscht. So langsam nimmt es jetzt Form an, ne? Das würde ich auch noch gerne ein bisschen größer bauen hier demnächst. Aber alles peu à peu jetzt, ne? Weil wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt so peu à peu alles in Ruhe und vernünftig gemanagt kriegen. Wichtig ist jetzt erstmal ein Lager zu bekommen. So, was wollte ich jetzt? Achso, 10 Stück von diesem... 6, habe ich gesagt, brauchen wir noch, ne? 6 Stück, okay. Ich weiß nicht, ob es reicht mit dem synthetischen Dünger. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. War das hier? Ja, okay. 2-mal brauchen wir immer. Das wird knapp. Da haben wir 2. Das wird nicht reichen. Da müssen wir nochmal Dünger holen. Verdammt. Ich weiß, wo Dünger gibt. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir Dünger herbekommen. Ist nicht so schlimm. Vorsichtshalber hier einmal trinken, einmal Essen mitnehmen. Ich mach nochmal Radio an, ein bisschen. Schalten. Ja, meine Freunde. So. Was heißt, wir gucken mal, dass wir erstmal jetzt ein bisschen Ressourcen farmen. Ich weiß nicht mal, wie man Elektronik abbaut. Muss ich mal gucken. Ich habe, wie gesagt, schon länger nicht mehr gespielt. Muss mal gucken. Hier ist, glaube ich, Elektronik, oder? Habe ich das schon abgebaut?
Nein, extrahieren mit Bohrer. Bohrer haben wir doch, oder? Ja, natürlich. Auf der 4. Dann wollen wir mal. Einmal Elektronik. Das ist aber wenig. Naja, müssen wir mal gucken. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen mehr von finden. Gibt's hier auf diesem Knubbel auch noch Elektronik? Hier sehe ich Harz. Harz, aber herzlich. Wird abgebaut, glaube ich, mit dem Schaber, oder? Greifer. Haben wir. Auf der 3, junger Mann. Falls wir mal wieder Treibstoff kriegen und brauchen und wir haben den keinen Greifer mehr. Ist nicht so schlimm. Müssen wir wieder einen neuen herstellen. Jetzt halte ich erstmal die Augen offen nach Treibstoff. Ich tanke nochmal eben Sauerstoff ein bisschen. Wo wir schon einmal hier sind. So. Wir schlagen uns eigentlich ganz gut durch. So, mal gucken, ob wir das in der Folge hinkriegen mit der Base. Ich gebe mein Bestes. Da sehe ich noch Elektronik. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch gerade was gewesen. Pack schon mal den Bohrer aus. Und der Bohrer ist im Eimer. Na, super. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Ah, Mist. Ich hätte gern so einen unendlich Bohrer und so einen unendlich Schaber. Aber wir brauchen ja diesen Hitzeanzug. Den können wir jetzt, glaube ich, ja auch bauen. Nach dem, was ich gesehen habe an diesem Crafting-Table in unserer neuen Base, können wir ja dort doch einiges herstellen. So. Gut. Dann bauen wir doch nochmal eben schnell einen Bohrer. Ja, ja, ja. Ausrüstung, Werkzeuge. Was brauchen wir denn für einen Bohrer? Veredeltes Metall, Batterie und dickes Isolierband. Ah, ich gucke gerade, haben wir hier was liegen? Veredeltes Metall. Batterie haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Oder? Veredeltes Metall haben wir jetzt. Dickes Isolierband, aber keine Batterie. Verdammt, das war das Problem. Oh, wir müssen unbedingt Alkali sammeln. Beziehungsweise wir brauchen... Beziehungsweise wir müssen mal ein bisschen auf... wir müssen die Kisten ein bisschen... Okay, nichtsdestotrotz... Wir brauchen noch eh nur einmal Elektronik, oder? Einmal Elektronik, dreimal Metall. 1, 2, 3, einmal Elektronik. Alles klar. Ich bin auf dem Weg. Gucken wir uns doch mal den Kühlschrank an, wie der funktioniert, würde ich sagen. So. Wie baue ich das? Bauen. Dekoration. Boden. Hier. Wo ist denn vorne, wo ist hinten? Das sieht aus, als wäre das vorne. Ich würde das mal hier so hin platzieren, in die Ecke. Oder? Ah, ich mach das mal. Mach das mal hier hin. So, bestätigen. Ja, nein, nicht zerlegen. Mach das weg. So, und jetzt kann ich jetzt hier. Wie funktioniert das? Hallo? Wie funktioniert jetzt der Automat? Hallo? Kann ich den irgendwie benutzen? Ja, jetzt habe ich hier einen Automat, aber der funktioniert nicht. Na, hat sich ja mega gelohnt. Kein Sirup? Sirup. Oder brauche ich da noch irgendwas für? Was steht denn? Es ist strengst verboten, Zigarettenstummel und andere Gegenstände in den Spender zu werfen. Ein Teil ihres Körpers in den Spender zu stecken? Den Spender in einer Weise zu verstopfen oder zu beschädigen. Gegenstände ohne spezielle Ausrüstung aus dem Spender zu entnehmen. Muss ich hier irgendwas reintun? Muss ich hier Wasser reinpacken? Habe ich noch Wasser dabei? Nee. Dass das nicht funktioniert? Komisch. Okay. Ich guck mal, habe ich hier irgendwo Wasserpartikel, die ich mal eben einsammeln kann? Das ist oder Eispartikel. Hier ist Eis. Oder müssen wir den echt tatsächlich auffüllen mit Eis?
Nimm es jetzt einfach mal mit. So, warte. Warum ist es so still hier heute? So, Moment. Hey! So, wo ist der Automat? Hier. Kann ich die irgendwie auf die 1 legen oder auf die 3? Nein, das geht nicht. Aber wie funktioniert denn der Automat jetzt? Ich bin etwas enttäuscht. Stand da denn irgendwas? Warte mal, Dekoration, Boden? Eine Maschine zur Herstellung und zum Verkauf von Kohle sollte. Kohlensäuren. Mein Gott. Kohlensäurehaltigem Wasser. So, und dann lerne ich erstmal lesen. Sie haben nie einen davon in den Shuttles gelegt, da sie zu sperrig waren. Allerdings haben sie in jedem Korridor des Linienschiffs einen Wasserautomaten installiert. Okay, oder ist das nur. Oder ist das nur Deko? Müssen wir trotzdem Wasser holen. Ich habe gedacht, das ist jetzt so ein Unendlich-Spender. Na toll, großartig. So, lass uns mal hier gucken beim Crafting Table. War das hier? Forschungstisch. Ja, Kaugummi. Schön. Strahlbeschleuniger, militärische Sauerstoffflasche. Die wäre natürlich mehr. Obwohl, 200 haben wir doch schon. Oder plus 2. Ach, nochmal plus 200. Okay. Technikerraumanzug, Elektronikraumanzug. Strahlenschutz plus 75. Was ist sonst der Unterschied? Beim Arbeiten mit Strom reicht es nicht aus, Gummihandschuhe zu tragen. Besonders, wenn man mit der Energiekern des Linienschiffs rumspielt. Ich erinnere mich, dass Opa eine solche Folie angelegt hat, auch wenn das Risiko einer Strahlung ausgesetzt zu sein sehr gering war. Also würde ich nicht riskieren, ohne einen solchen Anzug in der Nähe eines Motors mit einem riesigen Linienschiff zu gehen. Und ein Technikeranzug, die Ingenieursleistungen auf den großen Raumschiffen sind immer eine Vielzahl von Arbeiten verbunden. Von dem Reparatur- und den Reserveverbrennungsmotor während seiner Arbeit bis zur Notbeseitigung des Schiffes im Weltraum. Deshalb versuchen die technischen Raumanzüge vor allem starken Temperaturschwankungen zu schützen. Hitze und Kälte werden mit dem Anzug gleichermaßen umgegangen empfunden. Ah, den bräuchten wir. Zweimal Stoffrolle, Bleilackierung, zweimal Aluminium. Hallo, ich komme. Ich sollte mir das mal aufschreiben, ne? Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Ich glaube, wir haben das sogar. Ich glaube, die Sachen haben wir. Ich notiere mir das mal eben. Warte mal eben, so einen Moment. Müssen wir eben notieren. Wir brauchen, was brauchen wir dafür? Zweimal Stoffrolle. So. Dann brauchen wir zweimal Blei. Lackierung. Und dann brauchen wir viermal Aluminium. So, dann habe ich mir das mal aufgeschrieben. Weil ich weiß jetzt schon, ich kenne mich. Sobald ich hier hingehe, habe ich schon wieder alles vergessen, was wir brauchen. Deswegen schreibe ich mir das mal lieber auf. Sicher ist sicher, ne? Gut, so, dann lass mal gucken. Also, ich meine, wir hätten sogar Stoffrolle mitgenommen aus der alten Base. Salz, hier haben wir sogar Stoff, könnten sogar auch eine Stoffrolle herstellen. Aluminium haben wir auch. Stoffrolle brauchen wir zweimal. Würde ich mal eben herstellen, glaube ich. Ah, viermal Stoff brauchen wir. Wie gut. Haben wir alles da. So. Bisschen ruhigere Musik. Da. So, dann haben wir zweimal Stoffrolle. Dann brauchen wir viermal Aluminium. Viermal Aluminium. Haben wir Aluminium hier? Da. Eins, zwei, drei, vier. Und zweimal Bleilackierung. Wie sah denn nochmal Bleilackierung aus? Blei ist hier. Ah, das müssen wir, glaube ich, mit Farbe herstellen, ne? Farbe. Und Blei. Ich glaube, wir haben sonst noch irgendwo Farbe liegen gehabt. Das weiß ich hier. Zweimal Bleilackierung. Können wir das herstellen? Ja, können wir. La la la. La la la. Oh ja. So, haben wir. Zweimal Bleilackierung. Zweimal Stoffrollen. Und viermal Aluminium. Alles klar, ich komme.
Das heißt, wir stellen uns jetzt diesen Hitzeanzug. Oh mein Gott, Hitze- und Kälteanzug. Heißt das, wir können diese Hitzekugeln einsammeln? Geht das oder geht das nicht? Das ist die große Frage. Voll die Enttäuschung mit dem Automaten. Deswegen heißt es ja auch Dekoration wahrscheinlich. Naja, egal. Ja, können wir herstellen. Den Technikerraumanzug. Würde ich mal craften? Was? 15 Minuten? Willst du mich verarschen? Ja, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das heißt, in der nächsten Folge wird... In der nächsten Folge wird's fertig. Das ist gut zu wissen. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Okay, das heißt, in der nächsten Folge sehen wir dann auch den Technikeranzug. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Wir bräuchten noch ein bisschen Aluminium wieder und so. Und wir wollten noch ein bisschen Elektronik sammeln. Denn wir müssen... Ah, wir müssen noch Dünger sammeln, ne? Genau, das machen wir jetzt. Dünger. Und wenn wir auf dem Weg noch ein bisschen Elektronik finden und so. Das heißt, wir machen jetzt erstmal noch... Das heißt... Nein, wisst ihr, was wir machen? Hallo? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt eine Folgenpause. Wir machen eine Folgenpause. Ich sortiere noch ein paar Sachen ein. Damit ich das nicht vergesse. So. Nicht genügend Platz. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. So, und in der nächsten Folge... Würde ich sagen, gehen wir auf Ressourcenreise. Und natürlich, ja, diese Folge war leider nicht so viel geschafft mit, ja, Baseball und so. Tut mir leid. Hätte natürlich gerne noch ein bisschen weitergemacht. Aber gut, das machen wir alles in der nächsten Folge. Dann kriegen wir ja auch den Technikerraumanzug. Und, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann sehen wir uns wieder hier bei Brief Edge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.